In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie man den Potentiometer im Arduino benutzt und vor allem, wie man die Werte mit einem sogenannten seriellen Monitor sich auch anschauen kann. Was ist dieser serielle Monitor? Wir haben bereits gesehen, dass das Arduino natürlich über ein Kabel an dem PC verbunden ist. Wir haben bis jetzt dieses Kabel so benutzt, dass wir es nur zum Programmieren benutzt haben. Das heißt, wir haben das Programm hier auf dem Computer geschrieben und über dieses Kabel an das Arduino weitergegeben. Und natürlich ganz wichtig, das war die Energieversorgung unseres Arduinos. Es ist aber letztendlich ein normales USB-Kabel und das Arduino hat die Möglichkeit, nicht nur die Daten zu empfangen vom PC, wie zum Beispiel ein neues Programm, sondern tatsächlich irgendwelche Daten selbst zum PC zu schicken und auszuschreiben. Dort empfangen wir sie mit einem bestimmten Tool, mit einem kleinen Programm, das im Arduino integriert ist, im Arduino, in der Entwicklungsumgebung. Und dort können wir diese Werte oder diese Meldungen oder Nachrichten auch leicht auslesen. Das werde ich Ihnen heute eben mit dem Potentiometer zeigen, indem wir die Werte des Potentiometers immer an diesen seriellen Monitor ausgeben werden. Dafür werde ich ein der Beispiele von der Arduino-Entwicklungsumgebung benutzen. Ich gehe auf File, Examples, Basics, Analog Read, Serial. Das ist dieses Programm hier und das erklärt mir auch bereits, dass ich den Potentiometer an den Pin 0 bereits angeschlossen haben sollte, an der A0. Das haben wir bereits hier gemacht in unserem Aufbau. Und jetzt gucken wir uns, was im Code passiert. Um den seriellen Monitor zu starten, brauche ich hier diese Zeile im Code, den ich unbedingt im Setup schreiben muss übrigens, damit es nicht immer wieder ausgeführt wird. Und dort sage ich einfach serial.begin 9600. Vom Aufbau her kennt man diese Struktur bereits. Was wichtig ist, diese 9600, das ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Das ist wichtig, weil sonst Kauderwelsch rauskommt. Das zeige ich Ihnen auch gleich, was passiert, wenn wir es falsch einstellen. Dann funktioniert auch das Serielle bereits und im Loop mache ich jetzt Folgendes. Ich lese erstmal in einer Variablen, die ich Sensor Value nenne, den analogen Eingang A0, was auch immer er im Moment liefert. Und danach schicke ich es mit dieser zweiten Zeile hier, Serial Printline Sensor Value, schicke ich es an diesen seriellen Monitor. Dieses Delay hier am Ende ist da, um das Ganze ein bisschen zu synchronisieren, damit er sich nicht überschlägt sozusagen. Das muss man ab und zu einbauen, falls man irgendwelche komische, merkwürdige Verhaltensweisen beobachtet, das irgendwie nicht programmiert war. Dann muss man ein bisschen verlangsamen das Programm, indem man dieses Delay hier einbaut. Eins steht für eine Millisekunde, also es ist wirklich sehr, sehr kleine Verlangsamung, aber es ist wichtig, um die Stabilität wieder zu erreichen. So, jetzt könnte ich natürlich, jetzt verbinde ich das Arduino mit meinem Computer, validiere erstmal diesen Code und schicke ich zum Arduino. Erstmal sieht es so aus, als ob es gar nichts passiert. Hier sieht man es auch in unserem Aufbau. Ein paar LEDs leuchten und irgendwie sonst passiert nicht viel. Dafür müssten wir erstmal den seriellen Monitor hier finden in der Entwicklungsumgebung. Das versteckt sich ein bisschen hinter Tools Serial Monitor. Und da sieht man jetzt auf einmal, da werden fleißig Werte ausgelesen. 498. Wenn ich jetzt an dieser Kurbel hier rumdrehe, dann sieht man, und zwar in Richtung des roten Kabels, dann sieht man, dass die Werte immer größer werden bis zum Anschlag. Das ist 1023. Wenn ich es in die andere Richtung drehe, dann gibt es auch wieder, komme ich immer irgendwann in den Anschlag und das ist die 0. Das sind alle Werte, die dieser analoge Output jetzt auslesen kann, interpretieren kann. Und die Werte, die ich bekomme, sind eben mit genau dieser Genauigkeit. Also ich kann 1024 Werte insgesamt hier einstellen mit diesem Potentiometer. Was passiert jetzt, wenn ich in diesem seriellen Monitor die Geschwindigkeit anders einstelle und nicht auf unsere 9600? Sie sehen hier, das ist hier bereits voreingestellt. Und diese Geschwindigkeit hängt davon ab, was der Arduino letztendlich unterstützt. Unser Arduino und fast alle von dieser Sorte, diese langsameren, einfacheren Arduino Unos,
Die unterstützen 9600 Baud oder Bit pro Sekunde. Das ist aber nicht ganz genau das Gleiche. Das werden wir in einem viel späteren Video dann uns angucken. Aber die Frage stellt sich, was passiert jetzt, wenn ich es falsch einstelle? Wenn ich die doppelte Geschwindigkeit einstelle? Da passiert erstmal gar nichts und irgendwann später kommen so ganz komische Zeichen, wie ein gespiegeltes Fragezeichen rauskommt. Wenn Sie sowas irgendwann mal beobachten sollten, dann machen Sie sich keine Sorgen, das Arduino ist nicht kaputt und Sie haben auch letztendlich nur ein bisschen was falsch gemacht. Sie haben die Geschwindigkeit falsch eingestellt. Sie müssen einfach zurück auf die 9600 oder eben, wenn es da nicht funktioniert, ein bisschen rumexperimentieren und gucken, wo es gut funktioniert. Und da sieht man auch seine Werte, die wieder reinkommen.